Wir schauen uns heute die wunderschönen Dilophosaurus-Modelle von Howlong Wood an. Ich bin Mirko, das ist Prehistoric Zone und viel Spaß mit dem Video. Los geht's! So, wir schauen uns heute mal die Dilophosaurus-Modelle an von Howlong Wood. Als die angekündigt wurden, war für mich klar, die muss ich haben, weil das sind für mich persönlich, ich glaube, die besten Dilophosaurus-Modelle für den Preis und für die Details und die Farben, die man hier bekommen kann. Und in den 30 Euro sind auch beide Figuren enthalten, also einmal der sitzende und einmal der stehende. Es sind tatsächlich auch meine ersten Howlong Wood Modelle und ich bin wirklich schon so jetzt vom reinen Anblick echt überzeugt von den Figuren. Die Modelle kommen in der Scale 1:35. Also wir haben hier heute beide Ausführungen liegen, also beide Farbvarianten. Das wären einmal die hier und dann eben nochmal die anderen, die man vorher gesehen hat. Wir schauen uns natürlich alle genauer an, beziehungsweise schauen wir uns bei einem Modell die Details an und bei dem anderen schauen wir dann mal grob über die Farbe drüber und gucken mal, was so heraussticht. Das sitzende Modell hat eine Länge von knapp 20 cm und eine Höhe von knapp 6 cm. Das stehende Modell hat eine Länge von 19,5 cm ungefähr und eine Höhe gemessen an der Schwanzspitze von knapp über 8 cm. Wir fangen mal mit dem auffälligsten an, also dem mit der wirklich schönsten Farbe meiner Meinung nach, also die ist wirklich so auffällig, also als ich diese Farbvariante gesehen habe, war ich sofort verliebt und ja, die kommt in echt auch genauso gut rüber wie auf den Bildern. Wir fangen hier dann mal am Kopf an. Howlong Wood hatte damals bei den Prototyp-Bildern das Maul offen gehabt und die Zähne dann halt auch skulpturiert gehabt. Haben sie sich dann doch gegen entschieden. Ich meine, das wäre dann ungefähr die Größe geworden wie hier auf dem hinteren Kopf. Aber die meinten halt, dass das halt zu gefährlich ist wegen dem Abbrechen. Was ja auch verständlich ist. Generell haben wir hier wirklich schöne Details. Also hier ist der Mundwinkel auch nochmal schön eingearbeitet. Also das ist jetzt nicht nur so ein Strich wie bei manch anderen Modellen mit geschlossenem Maul. Sondern wir haben hier einen schön eingearbeiteten Mundwinkel. Auch die Details, die Schuppen drumherum sehen auch sehr fein aus. Es ist halt alles kleiner an diesem Modell. Und auch zum Preis von 30 Euro kann man hier absolut nicht meckern. Auch hier die Details, die auf den Kamm hochführen. Der Kamm ist hier schön mit Riefen bearbeitet worden. Am Auge selber kann man auch nicht meckern. Sieht wunderschön betupft aus. Also dafür, dass es so extrem klein ist, ist es sehr sauber gearbeitet. Auch die Schattierungen. Dann haben wir hier auch noch einen Gehörgang. Die Zähne, ja, sind eher in so einem Grau gehalten. Aber da meckere ich absolut nicht, weil, wie gesagt, bei der Scale ist es ein bisschen schwieriger. Auf der Seite haben wir genau dasselbe Spiel, also hier auch die schönen Details, auch hier der Mundwinkel, das Ohr. Von oben sieht es genauso aus, also da haben wir hier schöne Details drin. Die Stacheln am Hinterkopf sind sehr fein, schön unterschiedlich, die sind auch sehr spitz, also hier muss man wirklich aufpassen, dass die nicht abbrechen. Von der Farbe her sieht das Ganze auch wunderschön aus, auch diese kleinen dunklen Muster hier, die sich dann hier über den Kopf, über den Körper ziehen und dann halt auch eben hier überall auftreten. Sieht sehr schön aus. Auch die Arme sehen sehr fein bearbeitet aus. Hier haben wir auch keine extra Handfläche mehr, sondern es geht alles in einem über mit den Krallen. Diese sind auch sehr spitz. Hier haben wir, wie man sieht, einen kleinen Produktionsfehler. Ist aber nicht tragisch. Kann ich absolut noch vertreten. Auf der Seite sieht das mit dem Arm dann genauso aus. Geht dann hier hoch. Hier haben wir auch noch Hautfalten drin. Ebenso hier an der Seite, an den Rippen. Haben wir auch ordentliche Hautfalten drin. Zieht sich dann hier rüber über den Schenkel. Auch die sitzende Pose, die sieht man halt so auch nicht so wirklich oft. Also da bin ich auch sehr, sehr begeistert von.
Auf dem Rücken selber haben wir hier noch so kleinere Osteoderme, die sich halt über den Körper verteilen und dann hier hinten abschwächen. Das zieht sich dann hier rüber über den Schwanz bis eben zur Schwanzspitze. Auch das Blau sieht wunderschön aus. Hier unten verläuft es dann in einem Grau, sieht auf der Kamera gerade ein bisschen rötlicher aus, läuft dann hier weiter unterhalb des Schenkels. Hier haben wir auch wieder Hautfalten bzw. die schönen Details drinne vom Sitzen. Auch die Unterseiten der Füße sind eigentlich relativ schön detailliert, zumindest an dem Fuß hier. Hier ist das alles ein bisschen glatter. Auf dem Fuß selber ist es auch sehr schön skulpturiert. Kann man absolut nicht meckern. Das Ganze sieht auf der Seite genauso aus. Auch hier sind die Krallen sehr spitz, also man kann hier dann doch schon nochmal hängen bleiben mit irgendeinem Stoff oder mit einem T-Shirt, wie auch immer. Sehr schönes Modell. Dann schauen wir uns passend dazu auch nochmal das stehende Modell an, hier mit leicht angewinkeltem Kopf nach oben und nach unten schauendem Blick haben wir auf der anderen Seite nicht. Hier schaut er etwas nach vorne, ist aber auch nicht so wild. Auch hier sind die Details sehr schön. Hier hat man eine leichte Ader. Ist hier etwas rauer als bei dem anderen Modell der Fall. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das hier das Männchen sein soll und vielleicht deswegen einen ausgeprägteren Hals hat. Oder es ist einfach eben Haut, die abhängt. Das Ganze geht dann über wieder hier in einen dickeren Arm mit den Krallen. Ebenso sehr spitz und fein detailliert. Auf der anderen Seite sieht das Ganze genauso aus. Auch hier wieder sehr schöne Details, ganz leichte Osteoderme bzw. Auswucherungen. Zieht sich auch über den gesamten Körper. Auch die Bemalung mit den Streifen, das sieht echt klasse aus. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Die Oberseite des Kopfes ist rot bemalt. Hier haben wir etwas Farbabrieb, ist aber nicht so wild. Auch hier haben wir wieder die feinen Zacken. Sehen einfach wirklich klasse aus. Zieht sich hier wie bei dem anderen Modell sehr schön bis zur Schwanzspitze hinweg. Auch die Streifen, das sieht sehr stimmig aus, definitiv. Auf dieser Seite ist das Muster nochmal etwas anders. Also hier haben wir eine Unterbrechung zwischen den Streifen. Hier ziehen sie sich bzw. hören dann rechtzeitig auf. Aber das sieht doch schon sehr schön aus. Die Füße selbst sind auch wieder sehr schön skulpturiert. Also hier erkennt man das auch nochmal ein bisschen besser, weil die Farbe nicht ganz so dunkel ist. Schöne unterschiedliche Schuppenplatten, die nach unten laufen. So sieht das doch richtig fein aus zu dem Preis. Dann haben wir noch die anderen Farbvarianten. Diese sehen eigentlich relativ gleich aus von der Farbe her, beziehungsweise sind eigentlich gleich. Ist etwas schade. Theoretisch kann man diese dann mit den anderen zusammenstellen und dann haben beide Versionen verschiedene Farben im Pärchen halt drin. So, hier wirkt alles etwas dunkler. Hier muss ich sagen, gefallen mir die Farben nicht ganz so extrem. Hier sieht man dann auch halt die Zusammensetzungsnaht. Ist mir bei dem anderen Modell jetzt nicht so stark aufgefallen wie bei dem Modell hier. Unterhalb des Bauches auch schön skulpturiert. Hier haben wir bei den Modellen auch den Howlung Good Stamp. Ist auch in einem grau-beigen Ton hier. Verläuft auch super. Dann haben wir hier am Ende nochmal eine blaue Schwanzspitze. Auch die Füße sind blau gehalten, sowie die Hände. Das ist dann wohl das Farbmerkmal bzw. der Unterschied der Modelle. Das sehen wir dann aber auch gleich nochmal bei dem anderen Modell. Hier sind die Augen auch wieder eigentlich relativ gut bemalt. Also das eine guckt halt nach unten, das andere mehr nach vorne. Erkennt man von vorne aber nicht unbedingt. Der Kopf ist auch sehr schön schmal, schön symmetrisch alles. Dann hätten wir hier nochmal das sitzende Modell. Hier genau dasselbe Spiel. Hier erkennt man auch nochmal die Zähne, die aufgemalt sind. Auch der Kamm sehr schön symmetrisch. Die Farbe zieht sich hier ebenfalls mit der Musterung über den Körper. Hier sehen wir jetzt auch den Unterschied zur anderen Variante. Hier sind die Hände und Füße etwas dunkler gehalten, wohingegen hier etwas
alles etwas blauer wirkt. Die Farbe hier zieht sich dann wieder bis zur Schwanzspitze hoch. Hier ist der Schwanz etwas dunkler gehalten. Auf der anderen Seite sieht es dann genauso aus. Zieht sich nach unten mit dem schönen Muster. Und das war's dann auch schon. Der Kamm bei dem Modell ist nicht ganz so orange gehalten wie eben bei dem anderen Modell. Also hier nochmal im Vergleich. Hier haben wir einen extrem orangenen Kamm und hier eben nochmal mehr einen Gelbton mit drinne. Und ja, das war's dann auch schon mit den Modellen. So sehen dann auch die Howlong Good Boxen aus. Hier wirkt das Bild etwas dunkler, also relativ ungünstig geschossen. Wir haben hier nochmal Bilder von anderen Modellen drauf. Auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Hier haben wir nochmal die Hinweise, CE-Kennzeichen etc. Und das war's dann auch schon. Ja, wunderschöne Modelle. Wir vergleichen die jetzt nochmal mit anderen Dilophosaurus-Modellen bzw. anderen Modellen hier aus der Collection. Also bleibt dran! Mein Fazit ist, dass ihr mit den Modellen absolut nichts falsch machen könnt. Ihr bekommt hier zwei Modelle, das ein wunderschönes Pärchen ergeben, mit wirklich schönen Farben, schöne Details für die Größe. Also da kann man sich absolut nicht beschweren. Ist meiner Meinung nach, wie schon erwähnt, mit einer der schönsten Dilophosaurus-Modelle, die man bekommen kann. Dementsprechend, wenn ihr noch auf der Suche nach einem schönen Dilophosaurus seid, könnt ihr absolut ohne Bedenken zugreifen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Farbe eure Lieblingsfarbe ist, beziehungsweise eure Lieblingsvariante der Modelle. Ich lasse euch die Dilophosaurier jetzt nochmal 360 Grad drehen, werde noch ein paar Infos zu diesem vorlesen und bin hiermit raus. Also, macht's gut. Ciao! Fossilien des Dilophosaurus, eines faszinierenden Dinosauriers aus der frühen Jurazeit, wurden an verschiedenen Orten auf der Welt entdeckt. Insbesondere in Nordamerika und China. Dilophosaurus setzt sich aus dem Griechischen zusammen. Di bedeutet zwei und Lophos bedeutet Kamm oder Höcker. Der Name bezieht sich auf die auffälligen doppelten Kämme oder Höcker auf dem Kopf des Dilophosaurus. Daher kann der Name Dilophosaurus grob als Dinosaurier mit zwei Kämmen oder Zweikamm-Dinosaurier übersetzt werden, was auf eines der markantesten Merkmale dieses Dinosauriers hinweist. Es wird vermutet, dass sie möglicherweise auffällig gefärbt waren. Mit seinen beeindruckenden 6 Metern Länge und ca. 500 Kilogramm Gewicht war er ein mittelgroßer Dinosaurier und durchstreifte im frühen Jura, also vor ca. 201 bis 183 Millionen Jahren, die Erde. Er passte sich verschiedenen Umgebungen von Wäldern bis zu offenen Ebenen an. Trotz seiner Größe hatte er aufgrund seiner schmalen und leichten Schädelstruktur möglicherweise Schwierigkeiten beim Bewältigen größerer Beutetiere. Aktuelle Forschungsergebnisse widersprechen früheren Annahmen, dass Dilophosaurus ein aasfressender Jäger war. Stattdessen deutet vieles darauf hin, dass er ein aktiver, wendiger und schneller Räuber war, der seine Beute im Sprint erlegte.